Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Ausgabe von Planet Coaster. Und wie man sieht, hier ist ein neues Mikro. Wir hatten in der letzten Folge ein kleines Problem. Und zwar hat auf einmal die Aufnahme geleckt. Ich habe jetzt an meinem OBS noch rumgebastelt. Ich werde ab und zu darüber gucken, weil, naja, da ist halt das Aufnahmeprogramm und ich gucke dann, ob das da ruckelt oder nicht. Da muss ich jetzt in nächster Zeit ein bisschen drauf achten. Wir haben Rang 2 erreicht und haben Karriereset freigeschaltet. Prinzessin Emily bittet dich freundlich bei Hofe zu erscheinen. Ja, und es gibt noch ein kleines Problemchen. Und zwar haben wir Folgendes. Ist Folgendes passiert. Ich habe nach der Aufnahme der letzten, wo wir ja die erste Sequenz oder hier die erste Dingens gespielt habe, hier Karriere, habe ich tatsächlich dann auch noch, hier können wir jetzt schon ins zweite, habe ich tatsächlich hier die Kreatur erwacht, die zweite Szenerie gespielt. Wie man sieht, ich habe auch hier den Stern erreicht und so weiter. Nur das Problem ist halt, die Aufnahme war genauso wie die letzte Folge von Planet Coaster. Das heißt, die war durchgehend zu, hat gestockt bis zum geht nicht mehr. Das war nicht am Spiel. Es lag nicht am Spiel, sondern an der reinen Aufnahme. Das ist natürlich ein bisschen kacke, aber naja, ist jetzt halt so passiert. Ich frage mich, ob ich das Ganze hier auch... Kann ich das nochmal neu starten? Weil ich will das ja zeigen. Ich habe da auch ein bisschen übertrieben. Ich habe da nämlich direkt so eine große Wildwasserbahn gebaut und habe da quasi das ganze Geld reingeschleudert. Das war nicht sehr gut. Wie gesagt, ich gucke immer wieder mal rüber, nicht irritieren lassen, weil ich bin momentan, ich habe so Schiss, dass das wieder, naja, dass das halt wieder kacke wird. So, die Kreatur erwacht. Toll, wir können es nochmal von vorne beginnen. Sehr schön. Gerüchte, dass Techniker im Park tragischen Unfällen zum Opfer gefallen sind, haben die Mitarbeiter verschreckt und zum Verkauf dieses Parks geführt. Der spottbillige Preis war einfach unwiderstehlich, also stelle neue Mitarbeiter ein, schließe den Bau des Parks ab und ignoriere die Berichte über seltsame Geräusche im Untergrund einfach. Die sind sicher nichts, wo man sich Gedanken machen muss. So, und wir kriegen auch oben links gerade die Meldung, Müll. Wir haben ein Müllproblem, aber ich glaube, das ist das kleinste Problem, was wir haben. Das viel größere Problem fängt nämlich schon hier an. Und das Problem hatte ich tatsächlich auch schon. Und ich würde auch gleich sagen, wir haben ja im Moment Kohle. Kohle. ich würde direkt sagen, wir machen hier Folgendes. Und zwar schließen wir das ganz kurz. Glaube ich. Ja, wir schließen das ganz kurz, denn wir machen hier Folgendes. Wo war das nochmal? Hier, Anzahl Wagen. Da machen wir mal 9. Jetzt muss natürlich erst der Test stattfinden. Werden wir gleich machen. So, jetzt, wo war das? Fahrgeschäfte, Service hier, glaube ich. Nein. Szenerie. Wir müssen auf jeden Fall Mülleimer besorgen. Ja. 5, ja, die sehen doch schicker aus. Die sehen doch schicker aus. Können wir hier irgendwo hin? Da sind gerade alle Leute natürlich. So, ihr seid mir im Weg, meine Freunde. Ja gut, wir setzen jetzt einfach überall mal so Mülldinger hin. Wo wir gerade so können. Das scheint, ich habe kürzlich noch einen Stream geguckt, wo auch einer Planet Coaster gespielt hat. Und das scheint irgendwie so ein allgemeines Ding zu sein, dass man immer so ein bisschen mit dem Müllproblem hat. Zumindest am Anfang. Warum kann ich hier nichts setzen? Komisch. Das ist ja ganz komisch. Ah, die Leute, ne? Geht doch weg. Geht mir aus der Sonne. Ich habe keinen Platz. So, ich guck mal, wie da läuft. Läuft. Hier kann ich nirgendwo einen Eimer hinsetzen. Mache ich es halt hier und hier und hier und hier. Da gehen zwar keine Leute hin, aber ist ja egal.
So, das brauche ich nicht mehr. Jetzt muss ich hier gucken, ist der Test vollenden, vollzogen? Wann startet denn der Test? Ach so, der ist voll dabei. Der ist voll dabei. So, okay. Oh, ich hoffe, dass das mit OBS jetzt endlich funktioniert, weil ich hatte auch noch ein anderes Video, beziehungsweise ein anderes Spiel mit Gamer-Gemeinde-Freunden aufgenommen. Und zwar war das Dingens Overwatch, ein Spiel, das ich schon lange da habe und nie gespielt habe. Und ja, da musste ich halt, ja. Überlege gerade, ob ich das Ding hier auch noch größer machen soll. Ja, ja, Müll liegt rum. Ah, ach so, wir haben ja keine Leute eingestellt. Deswegen wahrscheinlich. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. Personal, dann setzen wir doch gleich mal Personal ein. Den nennen wir, wie nennen wir denn denn? Hunterchen. Das ist ganz gut. So, der kann hier putzen. Und er kriegt auch noch einen Kollegen. Weil ich glaube, zwei sind besser als einer. Und Hunterchen hat ja einen guten Kollegen. Der wird ihn da unterstützen. Warte, wo ist denn sein Name? Ach so, hier. Das ist natürlich der Gips. So, das müsste erstmal reichen. So, ist der Test jetzt hier vorbei? Oder wie sieht's aus? Warum kann ich nicht Test beenden? Warum geht denn das so lange? Warte, ich kann doch auch noch die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. So. Die sollen hier ein bisschen rasanter durchgehen. Warte, dann machen wir einen Test. Wir können ja auch gleich einsteigen. Damit ihr das mal seht. Ich habe es natürlich jetzt schon einmal gesehen. Hallo? Warum kann ich nicht rein? Hier. Wie gesagt, ich habe es schon einmal gesehen. Ihr natürlich nicht. Ich trinke jetzt ein Schlückchen Kaffee und wir fahren durch diese Bahn. Sobald sie dann startet. Die nette Dame wird hoffentlich gleich den roten Knopf drücken. Kann ich hier gucken? Ja, kann ich. Na, können wir los? Ja, wir können los. Let's go! Übrigens eine ganz tolle Bahn, das weiß ich ja schon. Na? Kollege. So. El Piratos. Vielleicht ist die Bahn jetzt auch etwas zu schnell, aber ich hatte das Problem. Gut, das war natürlich, weil ich hier diese große Wasserbahn gebaut habe. Vielleicht kann ich die nachher irgendwann noch zeigen. Die Bahn, der Park müsste, glaube ich, noch irgendwo gespeichert sein. Dann kann ich es vielleicht am Schluss dann noch zeigen. Also nach der Sequenz natürlich. Nicht am Schluss dieser Folge. So, lalalala, hier geht's runter. Auf in die wilde Fort. Wo ist denn meine Maus hin? Ich kann nämlich... Ah, da ist sie. Da ist sie. Ich konnte nämlich nicht mehr so machen. Wir wollen uns ja ein bisschen umsehen. Hier haben wir Kraken. Da ist oben das Ding, ne, was wir ja oben schon gesehen haben. Dieser halbe Kreis, der nicht vollendet ist. Und hier... eine Geräuschkulisse. Boah, ich freue mich schon, wenn ich dann wirklich selbst mal eine Achterbahn baue. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Alter, ist das dunkel. Hilfe! Alter, da erschrecke ich mich ab dem Geist neben mir. Hier dieser Dummy. Ja, das war's schon. Ist das eigentlich ein Fotoding oder? Nee, das ist, glaube ich, so ein Laser. So, Test ist durch. Jetzt müsste ich doch... Kann nicht geöffnet werden, dass da das Fahrgeschäft noch nicht getestet wurde. Es wurde ja gerade getestet. Was ist denn los hier? Komisch. Es testet doch. Und unser Geld geht flöten. Das ist ja super. Ich starte den Test nochmal. Vielleicht, Alter, das ist ja doof. Jetzt haben wir schon wieder fast keine Kohle mehr,
weil natürlich keine Sau mehr da ist. Gut, in dieser Zeit können die jetzt hier schön sauber machen. Können wenigstens die Gäste nicht mehr meckern. Oh, Alter, die gehen alle aus dem Park. Die gehen alle. Nur wegen diesem Ding hier. Eieiei, warum dauert das so lange hier mit diesem Test? Hallo? Oh je. Unser Geld. Na gut, dann müssen wir jetzt halt kurz warten. Ah, ist das doof. Gut, das letzte Mal hatte ich, glaube ich, den Fehler gemacht, dass ich so ein bisschen in diese Richtung gegangen bin und da gebaut habe. Man sieht, das ist sehr hügellastig. Gut, hier eigentlich auch. Hier hatte ich dann das fette Ding. Wie gesagt, wenn ich kann, zeige ich es dann noch. Und ja, gucken wir mal. Sonst bauen wir halt hier mal kurz irgendwas hin. Wir können ja hier mal ein bisschen mehr Weg bauen. Welcher Weg ist denn das? Ist das der? Ich würde halt gerne mal alles mit demselben Weg haben. Das sieht immer so merkwürdig aus, wenn da verschiedene Wege sind. Ist das der hier? Der könnte es sein. Ja, der müsste es sein. So, mache ich das mal so. Oh, das wollte ich so nicht. So. Ist das Ding jetzt, läuft das jetzt? Kann ich jetzt hier endlich aufmachen wieder? Nee. Aber der kommt jetzt da, glaube ich, gerade hoch, ne? Müsste der sein. Muss ich da vielleicht noch den Abstand ändern? Wo war denn das? Geschwindigkeit, Mindestwartezeit. Müssen wir natürlich auf reduzieren. Machen wir mal beliebige Besetzung. Alter, wann kann ich es denn wieder aufmachen? Nicht geöffnet werden. Ja, ist ja im Test. Das ist sehr merkwürdig. Wir machen hier mal ein kleines Fahrgeschäft hin. In der Zeit. Forschung könnten wir auch noch starten. Warum dauert das so? Der testet, glaube ich, immer noch, aber da reicht doch eine Fahrt. Merkwürdig. Naja. Ich glaube, wir bauen erstmal etwas Günstigeres hin. Oder vielleicht erstmal was zum Futtern. Das wäre vielleicht ganz gut. Dorfladen klein. Getränkehütte. Wie ging das nochmal? Das ist das Falsche. Das ist auch das Falsche. Alter, das ist schon wieder ein Momentchen her seit dem letzten Mal. Ach so, da zeigt es mir an. Genau, mit J. Das habe ich gesucht. So, etwas zu trinken. Was ist das hier eigentlich? Was ist denn das hier? Servicegebäude? Ist das ein Klo? Ach, das ist ein Info... Ach so. Das ist ein Infostand. Wann kann ich denn hier endlich öffnen? Wieder. Ich brauche doch die Kohle. Alter, das gibt's doch nicht. Warum dauert das so lange? Das ist ja der Wahnsinn. Okay.
Dann brauchen wir noch einen Burgerladen. Obwohl, weißt du was, ich mache jetzt erstmal ein Fahrgeschäft, damit Leute wieder reinkommen. Da reicht ja erstmal so irgendwas hier. So. Dann müssen wir natürlich wieder den Eingang platzieren. Das ist klar. So, da machen wir den Eingang. Den Ausgang machen wir mal hier. Biege. So. Dann brauchen wir natürlich den Eingang. Alter, jetzt ist das auf einem Hügel oder was? Das gibt's doch nicht. Warum ist denn da jetzt ein Hügel? Bitte. Eingang platzieren. Mache ich den halt da hinten? Das komisch. Hier passieren echt komische Sachen. Also die Landschaft, muss ich sagen, ist in diesem Szenarium echt mühsam. Warte, ich konnte doch irgendwie noch den Weg schmaler machen. Ah, ist das übel. Oder warte, ich mach das anders. Warum kann ich das jetzt nicht hier... Ich will das wegmachen. Ich will das wegmachen. Okay, so. So geht das. Das hier natürlich auch weg. Und dann würde ich sagen... Gehen wir hier einfach... Wie ging das nochmal? Anheben... Gehen wir da einfach ein bisschen hoch. So. Dann wieder runter. Ist das ungefähr... Kann ich das hier verbinden? Nee. Hier komme ich nicht drüber. Da muss ich nochmal so... Da muss ich noch höher. Okay, da muss ich vorher schon höher. Und wieder runter. Das geht hier noch nicht. Das ist ja ganz merkwürdig hier. Komme ich jetzt runter? Offensichtlich nicht. Jetzt komme ich runter. Jetzt sehe ich natürlich hier nichts mehr. So, das ist natürlich jetzt... Oha. Jetzt haben wir den ersten Stern. Wofür denn? Ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt auf jeden Fall den ersten Stern erhalten. Können wir jetzt hier endlich aufmachen wieder? Endlich. Das wurde aber auch Zeit. So. Oh, die Leute kommen ja auch wieder. Sind jetzt nur wegen dem Getränk wieder gekommen. Das ist ja merkwürdig. Okay, wir sind hier noch dabei. Hier haben wir Ballade von Typhoon. Ja, das lassen wir mal. Ich würde das gerne noch ein bisschen anpassen. Und zwar... Das ist das Lila, ne? Okay, was ist das hier? Das ist nur das Ding. Okay, das können wir mal so belassen. Und dann würde ich sagen, hier machen wir ein bisschen heller. Man sieht jetzt keinen wahnsinnig großen Unterschied, aber naja. So, dann brauchen wir doch da noch ein bisschen Szenerie. Die Frage ist was? Wir hatten doch da so coole Effektsachen. Müssten das diese Dinger hier gewesen sein, aber die sind gar nicht da. Okay, ja gut, dann wir machen es einfach mal auf. So.
sieht's hier aus?